Hey zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Turn On News. Heute haben wir uns ein bisschen mal was anderes überlegt und zwar filmen wir gerade mit dem Samsung Galaxy Note 7 mit der Frontkamera und ohne sonstiges Gedöns. Also hört ihr gerade die ganz normale Mikrofonakustik. Also, wir haben viel zu tun. Los geht's. Sony hat diese Woche leider den Vogel ein bisschen abgeschossen, denn ihr Z3, das High-End-Gerät von vor 2 Jahren, Google, das wird kein... Hat den Vogel abgeschossen. Nein, nicht ganz. Sony hat den ja nicht abgeschossen. Doch, haben sie, ein bisschen. Ja. Nicht Sony hat den Vogel abgeschossen, sondern Google, denn die haben gesagt, dass alle Geräte, die mit Android Nougat, also Android 7, ausgestattet werden wollen, OpenGL ES 3.1 oder die Vulkan API unterstützen müssen. Und alle Smartphones, die mit dem Qualcomm Snapdragon 800 oder 801 ausgestattet sind, werden von Qualcomm nicht mehr unterstützt, denn es gibt keine Treiber mehr. Dankeschön, Alex. Es gibt keine Treiber für diese Software und deswegen wird es auch kein Android Nougat für genau diese Geräte, zum Beispiel das Sony Xperia Z3, geben. Das ist ziemlich schade, um es mal freundlich auszudrücken. Das heißt, wenn ihr in den Genuss von all diesen ganzen Features kommen möchtet, dann solltet ihr euch eine Custom-ROM antun. Wo wir gerade auf dem Weg zu Sony sind, passt es ganz gut. Sony Entertainment als Publisher zum Thema No Man's Sky kriegt jetzt ordentlich was zwischen die Löffel, denn die User wollen ihr Geld zurück für No Man's Sky. Und das kriegen die auch sehr gut hin, nicht nur auf der Konsole, sondern auch mittlerweile bei Steam gibt es das Geld zurück. Hello Games sagt ihm hier in einer Pressemitteilung nicht wirklich was dazu, aber die User haben sich durchsetzen können, dass es jetzt heißt, man kann auch sogar, obwohl man länger als 1-2 Stunden gespielt hat, auch nach 40 Stunden noch das Geld für No Man's Sky zurückbekommen. Gründe, die hier genannt werden in den hauptsächlich negativen Kritiken bei Steam, sind tatsächlich, dass die sonst im Vorfeld versprochenen Features einfach nicht umgesetzt wurden, also schlichtweg nicht vorhanden sind und das somit im Grunde eine Art Betrug ist und deswegen keine 60 Euro wert ist und die somit zurück wollen. Die Leute haben, also die Community, die Gamer haben gewonnen, bekommen ihr Geld zurück und Hello Games bzw. Sony sind darüber nicht wirklich glücklich. Also für alle, die es auch probieren wollen, setzt mal euren Hintern in Bewegung Richtung Steam und klickt auf Geld zurückverlangen. Und es klappt vielleicht nicht immer beim ersten Mal, das kann so 1, 2, 3 Mal dauern. Aber dann gibt es für No Man's Sky, für alle, die unzufrieden sind, das Geld zurück. Dann kannst du dir ungefähr 6 Burger holen und Cola. Kostet 10 Euro. Ja. Und das dritte News-Thema zu Sony. Denn die haben jetzt PlayStation Now announced. Das ist dieses GeForce Now, nur mit Sony-Titeln. Ihr könnt jetzt also statt eine PlayStation 4 zu kaufen, PlayStation Now bestellen für $100 im Jahr und könnt ungefähr 400 Spiele direkt streamen. Ihr braucht dafür ungefähr einen iCore 3-Rechner und könnt dann alles direkt darauf spielen. Passend dazu hat Sony auch noch direkt einen kleinen WLAN-Stick angeboten, den man einfach in einen PC reinstecken kann und dann könnt ihr mit eurem PS4-Controller am PC spielen. Praktisch. Nur PlayStation 3. Nur PlayStation 3? Nur PlayStation 3. Nicht 4? Nein, das ist PlayStation auch. Nur PlayStation 3 Spiele? Ja. Nicht 4? Nee. Das ist doof. Ja. Und dann haben wir noch YouTube in der Runde, denn YouTube startet demnächst oder ist bereits dabei auszurollen, YouTube Backstage. Die machen es genau umgekehrt, wie Facebook und Co. Das war erstmal ein Text- bzw. bilderbasierter Social-Media-Stream, der dann mit Videos erweitert wurde. Und YouTube erweitert jetzt eben das Videoangebot mit Text, Social-Media-Streams und Bildermöglichkeiten und Bildern mit Möglichkeiten, damit dann zu kommentieren, zu kommunizieren. Das heißt, zwischen dem Content-Creator und der Zuschauerschaft kann jetzt eine Art Social-Media-Netzwerk, eigenes Social-Media-Netzwerk entstehen. Man kann mit Bildern kommentieren, man kann darauf kommentieren, man kann in Anführungszeichen liken und so weiter und so fort. Das heißt also, YouTube will ein eigenes Facebook oder Google Plus. Oder Google Plus oder weiß der Geier, was da alles schon mal, was es mal gab, in YouTube implementieren. Ich finde es schwierig, aber man muss mal schauen, wie sie es implementieren. Vielleicht ist es doch ganz clever und vielleicht hilft es ja zur Kommentarfunktion und zur Kommunikation mit den jeweiligen Content-Creatern. Oder es wird ein großes Chaos. Dann war da noch Samsung. Dieses Video nehmen wir ja gerade mit dem Samsung Galaxy Note 7 auf. Das ist aber nicht unser Testgerät, denn wir haben bis heute kein Testgerät von Samsung erhalten. Ich habe mir dieses Note 7 gekauft, direkt von Samsung. Und leider scheint es ein paar Probleme damit zu geben. Bei meinem Testgerät ist es so, dass der Akku ein bisschen schlecht geworden ist oder von Anfang an schlecht war. Und bei einigen Leuten ist der Akku sogar explodiert und zwar direkt an einem Ladegerät. Es ist auch nicht klar, ob das jetzt direkt am Ladegerät selber lag, ob das irgendwelche Billigladegeräte waren, ob das wirklich ein Samsung Galaxy Note 7 war oder irgendein Replikator. Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass bisher, dafür, dass das Gerät am 2.9. vorgestellt wird, verkauft wird,
sehr wenig Werbung überall zu finden ist und dass es von Samsung offiziell eine Aussage gibt, dass sich die Qualitätsstandards geändert haben und alle Geräte nochmal neu überprüft werden. Was da noch hintersteckt, können wir bisher nur vermuten, denn Samsung hat sich bisher nicht ganz genau dazu geäußert. Von daher müssen wir leider vermuten und ich hoffe, dass Samsung ganz, ganz schnell dazu noch ein Wording raushaut, denn Vermutungen sind immer irgendwie negativ. Es gab gerade eben noch mal eine Pressemitteilung von Samsung. Alle Galaxy Note 7 werden zurückgerufen. 0,1% aller Geräte können möglicherweise ein Problem mit dem Akku haben. Deswegen müssen alle zurückgerufen werden. Wenn ihr dazugehört, könnt ihr, also wie ich jetzt gerade schon ein Note 7 habt, könnt ihr das Ding direkt zu Samsung zurückschicken. Weitere Informationen werdet ihr dann als Käufer direkt von Samsung bekommen. Was das jetzt für das Galaxy Note 7 heißt, keine Ahnung. Aktuell gibt es so ein kleines Gerücht, dass es möglicherweise am 1. Oktober das Gerät dann geben wird. Ihr bekommt auf jeden Fall ein Austausch-Smartphone. Mehr wissen wir aktuell aber noch nicht. Das ist übrigens die Hauptkamera vom Note 7, damit ihr die auch mal in ihrer vollen Pracht gesehen habt. Und das Handy leuchtet uns so wunderschön blau an. Also ein Test zum Note 7 wird, glaube ich, sehr spannend. Fand sehr schön. Sehr spannend. Wenn euch die News gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, gebt ein Abo. Und wenn ihr noch mehr von der IFA sehen möchtet, denn da werden wir jetzt noch sehr viel mehr drehen, dann guckt euch doch einfach mal unsere IFA-Playlist unten in der Beschreibung. Ganz genau. Und noch weitere Informationen in Textform gibt es wie immer auf turn-on.de. Und vergesst nicht unsere Social-Media-Plattform, denn da sind wir auch mit Hintergrundmaterial rund um das Thema IFA immer täglich mehrmals am Start. So, und ich gehe jetzt mein Akku-Pack aufladen, weil es wird schon richtig warm am Boden.